So, meine lieben Freunde, lass es geschehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Joust. Hoffentlich heute einmal ohne Leute, die laggen wie Scheiße. Weil wir in der letzten Zeit nur gegen Leute spielen, die über die Map laggen. Und über die Map laggen, ja. Und wir schauen mal, ob das hier jetzt besser wird. Wir müssen gegen den Poseidon ran. Minions have spawned. Wir werden sehen, ob wir geinvadet werden. Wir werden nicht sterben, wenn wir sterben. Pech gehabt, ja, pusht schneller als wir. Ja, wir verlieren sie die erste Wave. Dann sollten wir einfach gleich, wenn wir die erste Wave schon verloren haben, einfach mit dem Buff weitermachen. Tech Speed Buff. Wir verlieren zwar auch noch die zweite, aber das ist nicht so schlimm. Wir kriegen wenigstens die XP. Er hat auch mit einem Potion angefangen. Er ist jetzt Level 5, wir müssen da aufpassen. Ja. Weil er fängt natürlich dann instant an, seine Ulti zu machen. Wenn wir jetzt gestorben, dann hätten wir ordentlich verkackt. Zum Glück hatte er da seine Ulti nicht ganz sauber gesetzt. So, er wird auf jeden Fall Buffs machen gehen, rechts. Oder er pusht weiter Mitte. Eins von beiden wird er tun. Dann geht Wave Clear erstmal machen. Schauen wir, wo er ist. Verbraucht halt gut Mana. Geht jetzt wieder back. Aufhalten. Müssen den Tower ein bisschen down prügeln. Left ist ja alles gemacht. Das Einzige, was er machen könnte, wäre dann den Blue, den er hat. Wir gehen wieder back. Er müsste auch seine Ulti gleich wieder abhaben. Ich überlege auch, ob wir jetzt Pen Boots gehen oder lieber Cooldown.
würde auch eher sagen über Cooldown. Und dann werden wir uns dem anschließen auch. Schön erstmal auf Stacks gleich gehen. Left ist Red gleich ab, deswegen müssen wir da auch gleich hin. Denk mir mal, er macht rechts den Red gleich. Na, er geht wieder back. Wir versuchen jetzt mal so schnell wie möglich rechts den zu machen und unser Unstable zu halten, damit wir hier den Clear haben. Da. Wir müssen hinten rum. Oh, der Clear ist schon mal nicht schlecht. Er wird jetzt hier wieder rumkommen gleich. Doch nicht, doch, er kommt hinten rum. Nice, Ulti down von ihm, perfekt. Er hat sich sogar einen Potion reingeschmissen, obwohl er weggeht. Ja, er ist aber sehr, sehr schnell wieder da, schade. Wir gehen hinten den Attack Speed Buff machen, schnell. Ja, er geht auf Gems, das wird für uns richtig hart sein. Das da irgendwie ein bisschen zu countern. Lol, er hat meinen Attack. Wir werden trotzdem auf Stacks gehen. Wir werden definitiv auf Stacks gehen, damit wir gegen ihn so ein bisschen gewappnet sind. Und dann wird der Fight auch ein bisschen interessanter am Ende. Er hat ein bisschen mehr Kontrolle jetzt über die Buffs. Da kann ich aber auch nicht viel machen. Er ist links. Nice. Er hat den auf jeden Fall versammelt. Wir haben auf jeden Fall noch Aegis ab, falls er ultet oder so, dann ist das nicht das Problem. Schön. Ulti hat er down. Oh lol, das hat ihn nicht getroffen. Entschuldigung, wenn ich da noch nicht rede, ich muss mich da echt konzentrieren. So, ich gehe jetzt erstmal back und hol mir mein Stack-Item. Dann werde ich auch das hier setzen. Item. Dann Aegis ausbauen. Hätte ich jetzt noch nicht ausbauen müssen, weil eigentlich ist es ziemlich useless, das jetzt schon auszubauen. Ich lasse ihn jetzt einfach die Buffs machen, weil ich habe jetzt selber keine Kontrolle mehr darüber. Also
Nice. Er ultet halt instant, Alter. Was geht bei dem? Ich meine, WTF, wieso ultet der immer instant? Das habe ich jetzt, das verstehe ich nicht. Wieso? Er ultet halt immer sofort. Da komme ich nicht drauf klar. Ich gehe jetzt in den Jungle. Ich guck mal, ob er weggeht. Ja, geht weg. Das heißt, wir machen schnell den Red. Das Gute gegen seinen Pool sind wir immun mit unserer 3. Und mit der die Ulti kann er sich dann halt sparen. Pool ist halt lange genug. Also down. Ich will ihn gar nicht poken, er soll einfach weggehen. Nice. Damage ging voll weg. Ah, hat er Glück gehabt. Seine Ulti ist gleich wieder ab, weil er ja Cooldown spielt. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen Poli und dann werden wir gleich mal auf Dings gehen. Auf Cooldown. Wenn wir nochmal gucken. Ja, er hat Full Cooldown, das heißt, wir, unser Aegis. Ich muss das mit der 3 gut timen. Wir dürfen den Tower nicht verlieren. Da ist er RIP. Ist er RIP, der Boy. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Wir sollten uns das aber nicht zu Kopf steigen lassen. So, jetzt warte ich kurz, bis die Rave da ist. Mach nochmal meine 1 an. Und dann können wir den Tower durchdonnern. Sweet. Wir werden nochmal gucken, solange er kein Defense baut, bauen wir auch kein Defense, weil wir haben eigentlich die, unsere 3. Wir müssen jetzt schnell in die Mitte zurück. Wir müssen so schnell wie möglich in die Mitte zurück. Und wegporten. Wir haben jetzt 50 Stacks, das heißt, wir gehen ein bisschen ins Tankige rein. Aegis ist draußen. Wir könnten später nochmal Sprint holen. Da müssen wir aber nochmal gucken, wie wir das ungefähr bauen. Wegen seinem Gems. Aber ob das mit dem Sprint alles so... ja, so knackig ist, weiß ich nicht. Das Warlock Sash ist auf jeden Fall hier erstmal die richtige Option. Er hat Sprint geholt. Er kann uns ruhig ulten, weil wir haben... Jupp. Keine Chance. Ah, GG. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.